es in Europa noch öffentliche Hinrichtungen gab, hatten Menschen, die zum Tod verurteilt wurden, waren das Recht, unterm Galgen, wie das dann ja meistens war, noch letzte Worte an die Zuschauer zu sprechen. In der Dreigroschenoper hat Bert Brecht diesen Brauch genutzt, um den Kapitalismus zu kritisieren. Unterm Galgen stehend bezeichnet sich der Räuber McKeith als einen jener kleinen bürgerlichen Handwerker, die mit dem biederen Brecheisen an den Nickelkassen der kleinen Ladenbesitzer arbeiten. Solche Arbeit, Mackie Messer will das gar nicht bestreiten, ist Raub im Sinne des Gesetzes, doch stellt er das zahlreich erschienene Publikum dann vor die Frage, was ist ein Dietrich gegen eine Aktie, was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank. Dieser Teil des Textes wird sehr häufig zitiert. Seine Fortsetzung aber ist nicht in den Zitatenschatz eingegangen, sie lautet, was ist die Ermordung eines Mannes gegen die Anstellung eines Mannes. Brecht will auf diese Weise zum Ausdruck bringen, dass die ökonomischen Bedingungen des Lebens für viele nicht nur Zwänge mit sich bringen, sondern regelrecht lebensgefährlich sein können. Und damit ist er gut marxistisch. Aber nicht nur Marxisten, sondern auch andere kritische Wissenschaftler haben deutlich gemacht, dass sich kapitalistische Strukturen für viele so auswirken, als ob ihnen direkt körperliche Gewalt angetan würde. Max Weber etwa, einer der bekannten Soziologen des 20. Jahrhunderts, sprach vom Kapitalismus als einer herrenlosen Sklaverei. Heute wird vielfach der von Johann Galtung geprägte Terminus strukturelle Gewalt benutzt. Im Folgenden will ich erläutern, warum ich es für erforderlich halte, die Analyse der anonymen Gewalt, also der strukturellen Gewalt, die in den Strukturen des Kapitalismus wirkt, durch eine Analyse direkter Gewalt, also einer Gewalt, die von Personen gegen Personen ausgeübt wird, zu ergänzen. Diese Forderung enthält eine Kritik an dominanten marxistischen Analysen. Sie ergibt sich aber ganz unweigerlich, wenn man nicht nur die allgemeinen Strukturen des Kapitalismus analysiert, sondern auch seine realen historischen Formen, frühere und heutige. Und sie ist keineswegs nur von historischer Bedeutung. Um jetzt schon einmal zu formulieren, was ich später erläutern werde, nicht nur die sogenannten bürgerlichen Wissenschaftler, also Wissenschaftler, die kapitalistisch produzierende und parlamentarisch verfasste Gesellschaften für den Endpunkt der menschlichen Entwicklung halten, sondern auch Marx und nach ihm viele Marxisten und Sozialisten waren der Ansicht, dass Kapitalismus einen historischen Fortschritt an Humanität gegenüber früheren Gesellschaftsformen bedeutet. Sie sahen im Kapitalismus eine mögliche Voraussetzung für den Kampf um eine bessere Gesellschaft. Im Kern dieser Weltanschauung stand und steht die Annahme, dass die soziale Form der Arbeit im entwickelten Kapitalismus notwendig sogenannte freie Lohnarbeit ist. Also nicht eine durch direkte Gewalt gegen Personen, nicht durch Schläge, durch Gefängnis oder durch die Verhinderung einer Entfernung vom Arbeitsplatz abgepresste Arbeit. Diese Auffassung, dass im Kapitalismus aus ökonomischen Gründen freie Lohnarbeit unabdingbar ist, werde ich im Folgenden widersprechen. Und damit ist dann zugleich die Annahme kritisiert, dass Funktionsnotwendigkeiten kapitalistischer Produktion einen welthistorischen Fortschritt an Humanität mit sich bringen. Ich beginne mit einigen sehr kurzen Hinweisen auf die marxistische Analyse kapitalistischer Lohnarbeit. Dem heutigen Thema entsprechend konzentriere ich mich dabei auf die rechtliche Form und verzichte fast ganz auf die Erläuterung der Mehrwertproduktion. Das können wir, wenn wir wollen, in der Diskussion nachholen. Anschließend werde ich das Element direkter Gewalt in kapitalistischer Arbeit durch Hinweise auf historische Formen erläutern. Und ich hoffe sehr, dass Sie am Ende meines Beitrags mir zugestehen, dass das nicht nur ein Faible von jemand ist, der sich für Geschichte interessiert. Schließlich werde ich in einem dritten Teil auf Elemente direkter Gewalt in heutigen Formen der Arbeit verweisen, allerdings leider nur sehr kurz. Und vor allem für die dann folgenden knappen Hinweise auf Versuche, sie zu beseitigen, hoffe ich auf Ergänzungen durch Diskussionsbeiträge.
Marx bezeichnet die im Kapitalismus dominante Form der Arbeit als doppelt frei. Der erste Teil dieser doppelten Bestimmung ist reine Polemik. Lohnarbeiter sind insoweit frei, als sie frei von den Mitteln sind, sich und ihre Familien außerhalb des Arbeitsmarktes zu versorgen. Dass dieses Schicksal nicht nur Einzelne traf, sondern in einer bestimmten historischen Epoche sehr viele ihre vorherige materielle Existenz verloren, war Voraussetzung des Kapitalismus. Denn Kapitalismus braucht beides, Kapital und Arbeitskraft, also Arbeitsmärkte. Sowohl Theoretiker des Kapitalismus als auch seine Kritiker haben sich gefragt, wie diese historischen Voraussetzungen des Kapitalismus zustande gekommen sind. Vorne hat es jede Menge Stühle. Achso, okay. Während Befürworter des Kapitalismus meist unterstellen, dass für die Investition notwendige Kapital sei angespart worden, hat Marx das für als reine Idylle bezeichnet. Die habe nie der Realität entsprochen und er hat stattdessen betont, dass dieser Prozess durch die Anwendung von Gewalt gegen Arbeitskräfte geprägt gewesen sei, Kapital sei mittels kolonialer Eroberungen und Sklavenwirtschaft angehäuft worden. Heute weiß man, die Kolonien haben sich nicht gelohnt und die Sklavenwirtschaft, die Profite aus Sklavenwirtschaft sind nicht in Kapitalismus investiert worden. Das macht aber für unseren Zusammenhang nichts. Das für die kapitalistische Produktion notwendige Angebot an Arbeitskräften sei in England, also im ersten kapitalistisch produzierenden Land, dadurch zustande gekommen, dass der Staat Strategien der Herren durch die Anwendung von Gewalt unterstützte. Herren hatten sich die Almenden, also das gemeinsam und auch von Armen als Viehweide zu nutzende Land, angeeignet. Eine solche Almende war die Bürgerweide. Als der Staat diese Aneignung für Recht erklärte, wurden viele arme Pächter aus der Armut ins Elend gestürzt, weil sie die Möglichkeit verloren, Vieh auf den Almenden weiden zu lassen. Das ist für Marx die wichtigste Erklärung für die Entstehung eines Arbeitsangebotes. Für Karl Polanyi, der seinerseits die große Transformation untersucht hat, war es das staatliche Verbot einer Unterstützung armer Menschen durch lokale Gremien, das viele in den Arbeitsmarkt getrieben hat. Beide Erklärungen sind durch neuere historische Forschungen relativiert worden. Damit ist aber ihre zentrale These, dass staatliche Gewalt genutzt wurde, um Arbeitskräfte in den Arbeitsmarkt zu zwingen, nicht entwertet. Auch ist die von beiden hier exemplarisch zitierten Autoren zentrale Fragestellung zum Prozess der ursprünglichen Akkumulation bis heute anzurechnen. Angesichts der weltweiten Mobilität von Kapital stellt sich heute zwar kaum noch die Frage, wo das für Investitionen erforderliche Kapital herkommt, aber die Frage nach dem Zustandekommen eines Angebots auf den jeweiligen lokalen und regionalen Arbeitsmärkten ist nach wie vor in jedem Einzelfall zu beantworten. Und sehr oft ergibt sich dann, dass Staatsgewalt einen erheblichen Anteil an dieser Entwicklung hatte. Achille Mbembe hat dies gut auf den Begriff gebracht, als er formulierte, die Strukturanpassungsprogramme von IWF und Weltbank hätten viele Regierungen von Postkolonien gewissermaßen in eine Art Kriegszustand gegenüber der armen Bevölkerung ihres Landes getrieben. Ursprüngliche Akkumulation im marxischen Sinne ist ein bis heute andauernder Prozess. Als ursprünglich hat ihn Marx bezeichnet, weil er unterstellte, dass die Fortdauer einmal etablierter kapitalistischer Lohnarbeit ohne Einsatz von Gewalt funktioniert. Das ist eine zentrale These sowohl bei Marx als auch bei Polanyi. Auch er hat ausgeführt, die kapitalistische Form der Arbeit dauert fort, weil Menschen, die nicht über so viel Reichtum verfügen, dass er bis an ihr Lebensende ausreicht, keine andere Chance haben. In marxistischer Terminologie, die Produktionsverhältnisse reproduzieren sich selbst. Jede und jeder, der sich in dieser Position befindet, unterliegt der Konkurrenz auf Arbeitsmärkten. Konkurrenz ist eine anonyme Gewalt und deshalb absolut unbarmherzig.
selbst ein Sklavenhalter konnte unter Umständen mal noch eine Ausnahme machen. Arbeitskräfte müssen ihre Arbeitskraft unter den jeweils herrschenden Bedingungen anbieten oder aber irgendwo sonst auf der Welt nach besseren Bedingungen suchen. Der Zwang besteht also darin, die eigene Arbeitskraft als Ware zu behandeln. Wird diese Ware an den Mann oder an die Frau gebracht, so kommt ein Arbeitsverhältnis zustande. Kommen wir nun zum zweiten Element, der Freiheit in der doppelt freien Lohnarbeit. Es bezieht sich auf die rechtliche Freiheit der Arbeitskräfte. Sie sind frei, ihren Wohnort zu verlassen und frei, einen Arbeitsvertrag abzuschließen und auch frei, diesen wieder aufzugeben. Es sind Rechtspersonen. Damit unterscheidet sich die Situation von Lohnarbeitskräften im Kapitalismus von der Situation, der sich Sklaven und unfreie Bauern in jenen Gesellschaften ausgesetzt sahen, die dem Kapitalismus vorausgingen. Während Arbeitskräfte im Kapitalismus den anonymen Strukturen der Konkurrenz unterworfen sind, waren sowohl Sklaven als auch Bauern im Feudalismus direkt der Herrschaft unterstellt. Ich muss einen Einschub zu meinem Manuskript machen. Wenn jemand einen Arbeitsvertrag abgeschlossen hat, ist er dabei vollkommen formal völlig frei. Wenn er oder sie dann aber in der Fabrik arbeitet, wird ihm oder ihr ganz genau gesagt, an welcher Stelle sie zu stehen hat, unter Umständen, wann es am Fließband ist, welche Bewegung sie zu machen haben, wann sie zu kommen haben. Das heißt, im Grunde sind sie unter der Herrschaft, die womöglich sehr viel weiter reicht für ihren Tagesablauf, als es je bei einem Sklaven der Fall gewesen war. Ne, weil es ganz genau bis in die Bewegung zum Teil und natürlich kann man da nicht mit Liebeskummer ankommen oder mit den Gedanken an ein krankes Kind, weil man muss sich ganz darauf konzentrieren. Diese Situation gilt in kapitalistischen Gesellschaften aber nicht als Herrschaft. Herrschaft entwickelt nur der Staat und das, was passiert, wenn man einen Arbeitsvertrag abgeschlossen hat, ist die Direktionsgewalt des Arbeitgebers, die in unseren Gesellschaften als Nichtherrschaft definiert wird. Das heißt, man verkauft ja nicht selbst. Also es ist ja nicht der Clou daran ist, es ist nicht die Person, die sich in die Herrschaft begibt, sondern nur die Arbeitskraft. Das Dumme daran ist nur, wenn die Arbeitskraft zur Arbeit geht, kann man nicht liegen bleiben. Da hängt man immer dran. Das heißt, faktisch hängt die Person dran, aber es wird als Nichtherrschaft definiert, weil ja nur die Verfügung über die Arbeitskraft abgegeben worden ist und nicht die Verfügung über die Person. Dann wäre es eine tatsächliche Herrschaft. Aber bei uns wird das definiert, in unseren Gesellschaften wird alles, was im Arbeitsverhältnis passiert, in diesem privaten Verhältnis, als eine Direktionsgewalt über die Arbeitskraft und nicht über die Personen definiert. Das ist ein zentrales Element. Habe ich hier nicht drin, brauche ich nicht. In früheren Gesellschaften war das noch anders. Diejenigen, die ausgebeutet haben, hatten zugleich das Recht, durch die Anwendung oder die Androhung von Gewalt zu Arbeit oder zu Abgaben zu zwingen. Obwohl es in den Gesellschaften, in denen Sklavenwirtschaft und feudale Formen der Ausbeutung vorherrschten, sehr viele Unterschiede gab und beispielsweise durchaus auch schon Arbeitsverhältnisse, die modernen Lohnarbeitsverhältnissen ähnelten, lassen sich die für unsere Diskussion wichtigen Elemente schematisch verkürzen. Sklavenarbeit ist reines Gewaltverhältnis. Die Person und alles, was sie produzierte, waren Eigentum des Sklavenhalters. Selbst wenn die Betroffenen versorgt wurden, und das musste man ja, damit sie diese Investitionen sich dann auch lohnte, legte ihnen ihre Alltagserfahrung nahe, dass ihre Arbeitsergebnisse vollständig vom Herrn angeeignet wurden. Für die Aufrechterhaltung der Ausbeutungsverhältnisse konnten Sklavenhalter selbst Gewalt anwenden oder anwenden lassen oder aber auch auf staatliche Gewalt zurückgreifen. Für unseren Zusammenhang ist zunächst wichtig, dass das Gewaltverhältnis der Arbeit völlig unverhüllt ist. Wer sich ihm zu entziehen versuchte, wurde grausam bestraft
und wird auch in heutiger Sklaverei oft mit dem Leben bedroht. Noch größer als in Sklavenwirtschaften waren die Unterschiede der Formen der Ausbeutung im Feudalismus, also in jener Gesellschaftsform, die dem Kapitalismus in europäischen Gesellschaften vorausging. Für unseren Zusammenhang reicht eine sehr schematische Vorstellung von der zunächst in vielen Regionen dominanten Form der Ausbeutung von Bauern. Eine bestimmte Anzahl von Tagen hatten sie ohne Entgelt für ihren Herrn zu arbeiten. Zusätzlich hatten sie bestimmte Abgaben zu leisten. So stand etwa das beste Stück Vieh nach dem Tod eines abhängigen Bauern dem Herrn zu. Bauern hatten sich selbst zu versorgen. Dafür wurde ihnen ein Stück Land überlassen. Solange sie rechtlich nicht frei waren, durften sie dieses auch dann nicht verlassen, wenn sie sich nicht ausreichend ernähren konnten. Im Laufe der Zeit wurden viele Arbeitsverpflichtungen in Geldzahlungen umgewandelt. Deutlich blieb aber immer, zunächst kam die Arbeit für bzw. die Abgabe an den Herrn. Der Rest dessen, was produziert wurde, musste dann für die Bauernfamilien reichen. In manchen feudalen Gesellschaften besaßen die Grundherren Gerichtsgewalt über ihre eigene Arbeitskräfte, in anderen konnten sie auf königliche Gewaltmittel zurückgreifen. Hatten sie selbst Gerichtsgewalt, so konnten sie ihre eigenen Bauern zu Gefängnis, zur Auspeitschung, zur Deportation in die Kolonien, je nach Ausmaß ihrer Gerichtsgewalt sogar zum Tod verurteilen. Der Gewaltcharakter der Ausbeutung war also nicht nur offensichtlich, sondern er wurde auch von konkreten Personen gegen konkrete Personen ausgeübt. Die Basis der Ausbeutung war das gewaltsam angeeignete Monopol über Boden. Die staatlich garantierten Herrschaftsrechte der Grundherren konnten zur Aufrechterhaltung der Ausbeutung genutzt werden. Ihr könnt übrigens gerne unterbrechen mit Fragen. Im Vergleich zu diesen Ausbeutungsformen sprach Marx für den Kapitalismus von doppelt freier Lohnarbeit. Arbeitskräfte sind persönlich frei, das heißt, sie sind jetzt frei, den Ort, an dem sie geboren wurden, zu verlassen. Und insoweit haben sie jetzt auch die Freiheit, sich selbst einen Arbeitsplatz zu suchen. Es bedarf keiner großen Analyse, um zu wissen, dass diese rechtliche Freiheit keine materielle Freiheit entspricht, weil Arbeitskräfte eben frei sind von der Möglichkeit, auf andere Weise für ihre eigene Versorgung und für die ihrer Familien zu sorgen. Dennoch rechtfertigt sich der Kapitalismus durch die rechtliche Freiheit von Arbeitskräften. Denn nur als Freie sind sie berechtigt, auf dem Arbeitsmarkt als Vertragspartner von Kapitaleignern aufzutreten. Und wie bei allen anderen Verträgen können sich bei Vertragsverletzungen auch beide Vertragspartner von Lohnarbeitsverträgen an staatliche Gerichte wenden. Vor Gericht haben sie, formal zumindest, die gleichen Rechte. Auch wenn es für die einen womöglich um den Erhalt der Existenz geht und für die anderen um einen größeren oder kleineren Profit. Anders gesagt, das Kapitalverhältnis, also die Ausbeutung von Arbeitskraft durch Kapitaleigner, gilt vor dem Gesetz als ein freiwillig eingegangenes Vertragsverhältnis zwischen autonom handelnden Rechtspersonen. Bis vor gar nicht langer Zeit galt es auch in der Bundesrepublik nur unter Einschränkung, weil Ehefrauen die Zustimmung ihres Ehemannes brauchten, wenn sie einen Arbeitsvertrag abschließen wollten. Das war noch Anfang der 70er Jahre. So, an der Rechtfertigung des Ausbeutungsverhältnisses durch die Form des Vertrages ändert sich nichts. Kritiker und Kritikerinnen des Kapitalismus haben nun nicht etwa bestritten, dass der Abschluss eines Arbeitsvertrages in aller Regel freiwillig erfolgt, sondern ganz im Gegenteil dargelegt, dass diese Freiwilligkeit der Aufrechterhaltung des Kapitalismus dient. Denn es ist gerade die Freiheit von Arbeitskräften, die sie in die Lage versetzt, mit ihrer eigenen Arbeitskraft Handel zu treiben. Die Kritik des Kapitalismus konzentriert sich also auf die Tatsache, dass menschliche Arbeitskraft als Ware gehandelt wird. Sie ist damit eine Ware wie alle anderen.
Von allen anderen unterscheidet sie sich aber dadurch, dass sie mehr Wert produziert, als sie selbst wert ist. Und weil der Kapitaleigner die Berechtigung erworben hat, Arbeitskraft für eine bestimmte Zeit unter seiner eigenen Kommandogewalt einzusetzen, hat er auch das Recht erworben, sich den von ihr produzierten Mehrwert anzueignen. Kapitalakkumulation funktioniert folglich auch dann, wenn keine Übervorteilung und keine besonders bösartigen Machenschaften im Spiel sind. Die marxische Analyse der Kapitalakkumulation zeigt auf, dass durch die kapitalistische Produktion auch dann aus Kapital mehr Kapital entsteht, wenn alles ganz legal und ohne direkte Gewalt vor sich geht. Also wenn man das Kapital liest, wird im Grunde, das führt Marx nicht aus, es wird eigentlich immer unterstellt, es funktioniert legal. Und seine Kritik geht nicht gegen irgendwelche einzelnen bösartigen Unternehmer, sondern seine Kritik geht gegen die Struktur, gegen die Warenförmigkeit der Arbeit. Nun waren aber nicht nur Theoretiker des Kapitalismus, sondern auch Marx, Engels und viele nach ihnen der Ansicht, die Abwesenheit von direkter Gewalt sei im Kapitalismus nicht nur historisch möglich, sondern spätestens auf einer gewissen Stufe der Entwicklung auch ökonomisch notwendig. Mit gewissen Variationen läuft die Argumentation auf Folgendes hinaus. Im Kapitalismus ist ein historisch nie zuvor dagewesenes Potenzial an Produktivität angelegt. Es erwächst aus der systematischen Organisation von Arbeitsteilung sowie aus der Kombination von lebendiger Arbeit, Menschen, mit Technologie. Das Produktionspotenzial solcher Art organisierter Produktion kann aber nur voll ausgeschöpft werden, so die Argumentation, wenn die Arbeitskräfte nicht zur Produktion gezwungen sind. Folglich steht jede Art von direktem Zwang, sei es direkter Zwang durch Staatsgewalt, sei es direkter Zwang durch Sklavenhalter oder ihre Beauftragten, produktiver kapitalistischer Produktion im Wege. Genau diese Argumentation konnte man in diesem Sommer in der FAZ am Sonntag lesen und sie wurde formuliert von Thomas Straupaar, dem Direktor des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts. Also genau diese klassische Vorstellung, Sklaverei verträgt sich nicht mit Kapitalismus, ausgeführt. Wenn wir uns jetzt aber nicht auf die theoretische Analyse beschränken, sondern die konkrete historische Entwicklung kapitalistischer Produktion betrachten, kommen wir zu einem anderen Ergebnis. Kapitalistische Produktion erfordert abhängige Arbeitskräfte, dass sie frei seien, einen Arbeitsvertrag abzuschließen und diesen auch wieder zu beenden, ist dagegen kein ökonomisches Erfordernis für den profitablen Einsatz von Kapital. Heutzutage gilt die Politik der Produktion, wie Michael Barraway die Strategien zur Durchsetzung kapitalistischer Herrschaft im Produktionsprozess nennt, als eine private Angelegenheit. Das ist das, was ich vorhin erläutert habe. In den ersten kapitalistisch produzierenden Ländern war diese Art der Politik im Betrieb, aber noch sehr lange mit staatlicher Politik verschränkt. Also unsere heutige Vorstellung, dass das ein Privatbereich ist, ist eine relativ späte Entwicklung des Kapitalismus. In den letzten Jahren ist durch historische Forschung immer deutlicher geworden, dass freie Lohnarbeit in dem heute von uns verstandenen Sinne in England erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts durchgesetzt wurde. Also sehr viele Jahrzehnte, fast ein Jahrhundert, nachdem Unternehmer dort begannen, industriell zu produzieren. Dabei hatten alle Untertanen der englischen Krone schon Jahrhunderte zuvor ihre persönliche Freiheit errungen. Das ist eine Besonderheit der englischen Entwicklung. Sie konnten also auch ihren Geburtsort verlassen und sich selbstständig eine Arbeitsstelle suchen. In einem gewissen Sinne gab es hier sehr früh freie Lohnarbeit. Aber der sogenannte Master and Servant Act untersagte Arbeitskräften die eigenmächtige Aufkündigung einmal eingegangener Arbeitsverhältnisse. Anders gesagt, das Arbeitsverhältnis war ein staatlich sanktioniertes Herrschaftsverhältnis. Wer seinen Pflichten gegenüber seiner Herrschaft, in dem Fall dem Unternehmer, nicht vollständig nachkam oder sich ihnen womöglich ganz entzog,
konnte auf Antrag des Arbeitgebers ins Gefängnis gesperrt werden. Der Master and Servant Act stammt ursprünglich aus dem 14. Jahrhundert und wurde danach mehrfach revidiert. Aber mit der Entwicklung industrieller Produktion wurde er nicht etwa abgeschafft oder faktisch bedeutungslos, sondern ganz im Gegenteil, im Jahre 1823 erheblich verschärft. Arbeitgebern wurde das Recht zugestanden, über die Dauer eines Vertrages zu bestimmen. Sie konnte ein Jahr oder auch vier oder auch sieben Jahre dauern. Freiheit der Lohnarbeit bezog sich also nur auf den Vertragsabschluss. Einmal eingegangen, handelte es sich um ein Schuldverhältnis. Die Bestrafung von Arbeitskräften, die ihre Pflichten nicht erfüllten, also etwa faul oder widerborstig waren oder davonliefen, galt als selbstverständlich. An einer Stelle erwähnt sie übrigens auch Engels in der Lage, die Lage der arbeitenden Klassen in England als eine Selbstverständlichkeit. Sie konnten ausgepeitscht zu Gefängnis oder zu Zwangsarbeit verurteilt werden, zu einer Geldbuße und zum Verlust aller zuvor erarbeiteten Ansprüche auf Lohn. Insgesamt wurden Arbeitskräfte in der ersten Phase des Kapitalismus in England ungleicher vor dem Gesetz, als sie es zuvor schon gewesen waren. Nicht alle Unternehmer nutzten die gesetzlichen Möglichkeiten, aber Anzeigen und Verurteilungen waren um die Mitte des Jahrhunderts doch so zahlreich, dass Arbeitskräften die Drohung mit staatlichen Sanktionen deutlich bleiben musste. In der ersten Hälfte der 1870er Jahre, das ist die Zeit, in der wir von Imperialismus reden, wurden mehr Arbeitskräfte wegen Vertragsbruch und Unbotmäßigkeit verurteilt als jemals zuvor. Erst 1875 wurden Arbeitsverträge in Großbritannien aus staatlicher Sanktionsgewalt freigesetzt. Für dieses Ende der strafrechtlichen Sanktionen von Arbeitsverträgen lassen sich aber keine unmittelbaren ökonomischen Ursachen finden. Übrigens wurde der Master and Servant Act der früheren Kolonialmacht auch in den USA im 19. Jahrhundert gegen freie, also nicht gerade befreite, sondern von Anfang an freie Arbeitskräfte als Disziplinmittel angewandt. Es wäre jetzt ganz falsch, dieses Gesetz als ein Überbleibsel aus früheren Zeiten zu verstehen. Vielmehr handelte es sich um ein Gesetz, das die Unterordnung von Arbeitskräften unter die Direktionsgewalt der Arbeitgeber mit Hilfe des Staates sichern sollte. Britische Unternehmer nutzten eine vorhandene Möglichkeit, um ihre Direktionsgewalt mit Hilfe einer staatlich sanktionierten Disziplinargewalt Nachdruck zu verleihen. Dass freie Lohnarbeit in unserem heute verstandenen Sinne nicht etwa aus den ökonomischen Erfordernissen auf einer gewissen Stufe der kapitalistischen Entwicklung entstand, lässt sich auch am Beispiel der französischen Entwicklung zeigen. Denn dort entstand die volle Vertragsfreiheit der Arbeitskräfte 100 Jahre bevor kapitalistische Produktion überhaupt dominant wurde. Diese Entwicklung war ein notwendiges Produkt der französischen Revolution. Als im Zuge der politischen Kämpfe um eine neue Ordnung alle personale und damit auch ständische Herrschaft abgeschafft wurde, musste auch alle nicht staatliche Herrschaft, also auch die Polizeigewalt von Arbeitgebern über ihre Arbeitskräfte, beseitigt werden. Anders formuliert, die Arbeitsverhältnisse wurden privatisiert und alle Staatsbürger sollten fortan vor dem Gesetz gleich sein. Mit dem Aufkommen industrieller Produktion hat es absolut nichts zu tun. Diese entstand in Frankreich nicht am Ende des 18., sondern erst am Ende des 19. Jahrhunderts. Zumindest eine Bemerkung zur Entwicklung in Deutschland. Mit der 1869 erlassenen deutschen Gewerbeordnung wurden Arbeitsverträge in Deutschland zu privaten Verträgen. Aber unmittelbar danach setzte eine heftige Kampagne zur Wiedereinführung der Strafen wegen Vertragsbruch, also wegen eigenmächtiger Kündigung ein. Für Landarbeiter waren sie ohnehin nicht abgeschafft worden. Die Rezession der 1890er Jahre ließ diese Forderung dann verstummen, weil Arbeitskräfte nahezu alle Arbeitsbedingungen akzeptierten und nicht von sich aus kündigten. Dennoch wurden Arbeitsverhältnisse als auch im bürgerlichen Gesetzbuch, das ist 1896 beschlossen worden,
weiterhin als gesetzliche Schuldverhältnisse definiert. Das bedeutete, dass Vertragsverletzungen strafrechtlich geahndet werden konnten. Dass diese Möglichkeit dann kaum noch genutzt wurde, lag wiederum nicht an ökonomischen Erfordernissen, sondern am Erstarken der Sozialdemokratie, an politischen Entwicklungen also. Die Annahme, es sei die kapitalistische Dynamik selbst, die dazu führte, dass außerökonomische Zwänge an Bedeutung verloren, hält der historischen Analyse also nicht stand. Und damit ist es nun wahrscheinlich schon gar nicht mehr so sehr erstaunlich, dass neuere Forschung ganz überwiegend zu dem Ergebnis kommen, dass die moderne Sklavenwirtschaft, dass insbesondere die Sklavenwirtschaft in den Südstaaten der USA, durchaus profitabel war und mit der Produktion von freien Lohnarbeitskräften konkurrieren konnte. Während früher vielfach angenommen wurde, die Sklavenwirtschaft wäre auch ohne Bürgerkrieg zusammengebrochen, ist inzwischen deutlich geworden, dass dies bestenfalls für einzelne Unternehmen gegolten hätte, nicht aber für diese Art der Ausbeutung insgesamt. Noch einmal also zusammenfassend die These. Die Durchsetzung jener, nicht, dass Sie denken, ich bin schon zu Ende, das ist nur eine Zwischenzusammenfassung, aber wir können eine Pause machen, wenn ihr das mögt. Die Durchsetzung jener Form von freier Lohnarbeit, die uns heute als die zentrale Bedingung kapitalistischer Produktion gilt, war das historische Produkt von Kämpfen, die sich an den Staat richteten. Es waren Kämpfe um Wahlrecht, um Versammlungs- und Streikrecht. Kapitalismus war und ist politische Ökonomie. Mit grundlegenden Veränderungen von Politik ändern sich auch die grundlegenden Bedingungen für Arbeitsverhältnisse. Es gibt kaum einen erschreckenderen Beweis für diese These als die Tatsache, dass in der Zeit des Nationalsozialismus Zwangsarbeit zur Aufrechterhaltung entwickelter kapitalistischer Produktion eingesetzt wurde. In den zuerst kapitalistisch produzierenden Ländern ist die historische Verbesserung von Arbeitsverhältnissen in nationalstaatlicher Politik durchgesetzt worden. Das war möglich, weil Kapitaleigner zwar seit des Beginn des Kapitalismus international investierten, für Investitionen in Produktion, aber doch lange Zeit überwiegend auf nationale Arbeitsmärkte angewiesen waren. Das heißt, nationale Arbeitskämpfe konnten auch Erfolge zeigen. Und damit sind wir mit einem zugegeben großen Sprung bei heutigen Bedingungen. Wollen wir 10 Minuten Pause machen oder machen wir es durch? Es ist nicht mehr schrecklich. Wenn du möchtest, mach doch den Vortrag zu Ende und dann können wir okay, kurz gut. Denn wenn es auch nach wie vor möglich ist, verbesserte Arbeitsbedingungen zu erkämpfen, so hat die globale Konkurrenz unter Arbeitskräften die Chancen auf Erfolg doch erheblich eingeschränkt. Es gilt für Arbeitsbedingungen in entwickelten kapitalistischen Ländern, es gilt aber vor allem für Arbeitskräfte in Entwicklungsländern. Die Einrichtung und Nutzung sogenannter Export-Processing-Zones in vielen Ländern hat es möglich gemacht, Bestimmungen für den Arbeitsschutz und Umweltauflagen zu umgehen, die dort gelten, wo die Kapitaleigner ihren Sitz haben. Oft zahlen sie in einem Drittland Löhne, die kaum oder auch gar nicht zum Leben reichten. Vielfach waren oder sind Arbeitskräfte in derartigen Arbeitsstätten kaserniert, will sagen, ihre Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt. Vielfach unterliegen Frauen auch Übergriffen, deren sie sich nicht erwehren können, wenn sie nicht ihren Arbeitsplatz verlieren wollen. Der Unterschied zu Arbeitsverhältnissen, die rechtlich als Sklaverei definiert sind, ist dann manchmal nicht sehr groß. Als Sklaverei werden heute Arbeitsverhältnisse bezeichnet, in denen sich die Ausbeuter volle Verfügungsgewalt über die Person von Arbeitskräften aneignen. Anders als früher gibt es heute keinen rechtlich abgesicherten Besitz an Sklaven. Die Bindung liegt ausschließlich im Gewaltverhältnis. Manche schätzen, dass es zurzeit etwa 27 Millionen Sklaven gibt. Eine niedrige Schätzung, sie stammt von der Internationalen Arbeiterorganisation, geht von 12 Millionen aus. Ob man sie nun als Sklaverei bezeichnet oder nicht,
In vielen Arbeitsverhältnissen ist heute Zwang gegenwärtig. Seien es die Patrouillen Bewaffneter, die in Brasilien Arbeitskräfte daran hindern, die Arbeitsstätten zu verlassen, in denen sie billige Holzkohle für die Bergwerke und die Stahlproduktion liefern. In Brasilien gibt es seit einiger Zeit übrigens immer mal wieder Verurteilungen wegen Sklaverei. Sei es die Drohung an eine irregulär eingewanderte Arbeitskraft, ihn oder sie anzuzeigen. Häufig werden Wanderarbeitskräften ihre Pässe abgenommen. Oft haben sie keine Chance, ihren Lohn einzufordern, und chinesische Agenten, welche die irreguläre Immigration in die USA organisieren, zwingen Migrantinnen und Migranten oft unter lebensbedrohlichen Situationen, die Kosten für ihren Transport abzuarbeiten. Auch beim Menschenhandel, einem international besonders lukrativen Erwerbszweig, werden die technologischen Möglichkeiten der Globalisierung genutzt. Die allermeisten Opfer dieses Handels werden sexuell ausgebeutet. Eine zahlenmäßig besonders umfangreiche Form der Zwangsarbeit ist diejenige von vielen Hausangestellten, denen kaum freie Zeit zugestanden und Lohn vorenthalten wird. Und noch nicht selten werden auch sie durch Zwangsmaßnahmen daran gehindert, ihre Arbeit zu entfliehen. Eine besondere Form gibt es in Singapur. In Singapur müssen alle, die eine Hausangestellte aus dem Ausland anstellen, und das sind relativ viele, weil Singapur ja ein reiches Land ist, einen Geldbetrag hinterlegen, der fällig wird, wenn diese Hausangestellte schwanger wird. Um das zu verhindern, dürfen sie dann meistens überhaupt das Haus gar nicht verlassen. Also weil sie dieses Deponat verlieren wollen. Man könnte jetzt sagen, bei dieser Art von Arbeit handelt es sich ja nicht um wirklich kapitalistische Arbeit. Und es ist natürlich auch nicht zu bestreiten, dass es heutzutage viele Arbeitsverhältnisse gibt, in denen man sich kaum vorstellen kann, wie sie unter Zwang funktionieren. Aber Saskia Sassen hat schon vor Jahren mit Recht darauf aufmerksam gemacht, dass in den sogenannten Global Cities, also in den Zentren der heutigen Weltwirtschaft, besonders viele Arbeitskräfte anzutreffen sind, die einen illegalen Rechtsstatus haben oder irregulären und deshalb gezwungen sind, gegen sehr niedrigen Lohn Reinigungsarbeiten und andere niedrige Tätigkeiten auszuüben, um die Lebensweise der Experten des Weltmarktes möglich zu machen. Jan Bremmen nennt solche Verhältnisse zusammenfassend den dreckigen Bauch des Kapitalismus. Aus der historischen Forschung, auf die ich verwiesen habe, ist zweierlei zu lernen. Zum einen, dass derartige Verhältnisse nicht durch die Entwicklung des Kapitalismus gewissermaßen von selbst verschwinden. Zum zweiten, dass die historischen Voraussetzungen, die in den zuerst kapitalistisch produzierenden Ländern sowohl zur Durchsetzung der rechtlich freien Lohnarbeit als auch zu einer gewissen Verbesserung von Arbeitsverhältnissen führten, heute nicht mehr gegeben sind, weil sehr viele Arbeitskräfte weltweit gegeneinander konkurrieren. Eine Lösung erhoffen sich viele von internationalen Regulierungen. Es gibt Konventionen der Internationalen Arbeiterorganisation, an deren Verabschiedung Vertreter von Gewerkschaften, Unternehmen und Staaten beteiligt sind. Es gibt Sozialklauseln in einigen Handelsverträgen. Das bekanntesten Beispiel ist das nordamerikanische Abkommen über Arbeitskooperation von 1994. Während sich diese Regulierung an Regierungen richtet, handelt es sich bei den sogenannten Codes of Conduct, einschließlich des Global Compact, den Kofi Annan gegründet hat, um private Verpflichtungen von Unternehmen, ordentliche Arbeitsbedingungen herzustellen. Diese Verpflichtungen sollen staatliche Regelungen und staatliche Kontrolle überflüssig machen. Ihre Einhaltung wird aber vielfach kaum kontrolliert. Und vielleicht ein Wort zu diesem Global Compact von Kofi Annan. Als er das gegründet hatte, wurden große Konzerne, von denen man behauptete, sie hatten international, also auch bei den Subunternehmen, ganz gute Arbeitsverhältnisse, aufgefordert, sich daran zu beteiligen. Inzwischen kann man sich selber bewerben und es gibt sehr viel mehr Mitglieder.
die Bedingung, dass man aufgeführt wird und das dann als Werbung benutzen kann, dass man in diesem Ding von diesem früheren UNO-Generalsekretär drin ist, ist, dass man für ein Unternehmen pro Jahr nachweist, dass die Arbeitsbedingungen den allgemeinen Bestimmungen entsprechen. Große Konzerne haben aber in der Regel mehr als ein Unternehmen. Schließlich die Konsumentenlabels, die sich unmittelbar an die Käufer international gehandelter Waren richten. Und damit ist auch schon ihre Beschränkung deutlich. Denn besonders menschenunwürdige Arbeitsbedingungen herrschen oft in Bereichen, in denen nicht für den internationalen Markt produziert wird. Weil Arbeitsorganisationen heute sehr viel schlechtere Chancen haben, Arbeitskräfte zu organisieren und Regierungen unter Druck zu setzen, als dies zur Zeit ihrer Entstehung in den zuerst kapitalistischen Ländern möglich war, kann eine tatsächliche Veränderung wohl nur durch nationale und internationale Öffentlichkeiten erzwungen werden. In der internationalen kapitalistischen Konkurrenz haben sie aber einen sehr machtvollen Gegner. Das war's.